Hallo, hier ist Peter für taptech.de und das ist das Acer Iconia W3, welches erst vor wenigen Tagen auf der Computex offiziell vorgestellt wurde. Ich habe es direkt am ersten Tag für mich persönlich bestellt, deswegen darf ich das Unboxing jetzt hier machen. Und das handelt sich um das erste Windows 8 Tablet mit 8,1 Zoll und einer Auflösung von 1280x800 Pixel, also ein kleines Tablet. Und ist für mich persönlich die beste Kombination aktuell und Acer bringt hier das erste Produkt auf den Markt und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ja, die Verpackung relativ unspektakulär. Acer legt hier ein paar Elemente dazu, damit man die Größe einschätzen kann, wie das Tablet wirkt. Und ein kleines Maßband. An den Seiten werden dann halt noch das Tablet von der Seite gezeigt und so weiter. Und hinten natürlich interessant die technischen Daten. Also wir haben Windows 8 32-Bit mit dabei, ein Intel Atom Z2760 Prozessor mit 1,8 GHz und zwei Kernen plus zwei virtuelle Kerne. Ein 8 Zoll Display mit 1280x800 Pixel. Es handelt sich um LCD-Display. Wie die Blickwinkel dabei sind, sehen wir gleich. 2 GB RAM-Arbeitsspeicher, davon bedient sich die Grafikkarte dann noch. 32 GB interner Speicher, erweiterbar. Bluetooth, WLAN, zwei Webcams und ein zweizelliger Akku. Und ja, packen wir das Gerät einfach mal aus. Da kommt als erstes hier so eine kleine Karte zum Vorschein mit dem Zubehör, welches man sich kaufen kann. Also wir haben hier einmal die Bluetooth-Tastatur, die kostet 50 Euro extra. Kann man sich kaufen, muss man nicht, habe ich jetzt nicht gemacht. Zusätzlich der Hinweis, dass man das Netzteil beim ersten Mal einstecken soll, weil der Einrichtungsprozess halt eine halbe Stunde dauert und der Akku eventuell nicht durchhält. Dann interessant der Hinweis, also wir kriegen hier eine spezielle Windows-Version, die speziell für kleine Tablets gemacht sind. Also die nennt sich Windows 8 Small Screen Touchscreen with Office Home and Student 2013. Also hier ist Microsoft Office 2013 schon integriert und hoffentlich auch vorinstalliert. Das sehen wir dann gleich mit der Seriennummer. Die habe ich natürlich abgeklebt. Ich dachte, ich kann das Office eventuell auf meinem PC benutzen. Wird vermutlich nicht gehen, weil es dann halt mit dieser einen Windows 8 Version nur funktioniert. Aber das probiere ich natürlich dann noch aus. Ja, das Tablet an sich, dazu kommen wir dann gleich. Ja, ist relativ schwer, also 840 Gramm oder so soll das wiegen. Die verschiedensten Bedienungsanleitungen, eine Wiederherstellungs-DVD mit Windows 8 und halt das, was beim ersten Einrichten dann halt da ist, muss man sich also ein externes Laufwerk besorgen. Ja, bei 32 GB ist natürlich nicht mehr so viel Platz für eine Wiederherstellungspartition, da muss Acer natürlich Kompromisse eingehen. Das Netzteil. Relativ klein. Hier kommt dann der Adapter für Europa rein, beziehungsweise Deutschland, und dann kann man das halt aufladen. Alles relativ klein, braucht natürlich auch nicht so viel Platz bei so einem kleinen Tablet. Ja, ich packe das Gerät mal aus. Ja, relativ stark verklebt mit dieser Folie. Ja, hier kommt das Display zum Vorschein, also 8 Zoll 1280x800 Pixeln. Wir haben hier an der Front eine 2-Megapixel-Kamera mit so einem kleinen LED-Licht, also da wissen wir, wann die aktiv ist. Wir haben das Acer-Logo, dann die jeweiligen Hinweise mit den technischen Daten, die ich euch schon genannt habe. Der Akku soll 8 Stunden halten, das werden wir dann sehen. Hier Acer Iconia W3 und der physische Home-Button. Und da geht es auch schon an, also können wir uns gleich mal das Display angucken. Also man kann es relativ gut ablesen, finde ich. Die Blickwinkel. Ja, hier invertiert das relativ schnell. Ansonsten ist jetzt nicht so schlimm, wie ich jetzt gehört habe in einigen Videos. Also das ist akzeptabel für mich. Mal sehen, wie das hier funktioniert mit dem Anthem. Ja, das geht. Also man kann hier die Elemente relativ. Erleichtert die Bedienung des Computers. Okay, also man kriegt ja auch eine Sprachausgabe. Die Lautsprecher hören sich jetzt auch im ersten Moment sehr gut an. Gehen wir aber trotzdem mal um das Tablet herum. An der Oberseite sehen wir die Lautstärkeregelung, den Slot für die Speicherkarte und ein Iconia-Logo. Auf der unteren bzw. der rechten Seite, na, jetzt ist das Tablet wieder angegangen, die zwei Lautsprecher an der und der Seite hier der Anschluss für das Netzteil und einmal der Kopfhöreranschluss. An der Unterseite nur die Seriennummer. Und auf der linken Seite sehen wir dann den Micro-HDMI-Anschluss, Micro-USB, Vorbereitung für ein UMTS-Modell. Also es wird vermutlich ein UMTS-Modell geben mit, ja, ich weiß nicht, ob das normale SIM-Slot-Größe ist, aber sieht zumindest danach aus. Und einmal den Power-Button, der vermutlich erst leuchtet, wenn man das Tablet
halt auflädt, ja. Auf der Rückseite die Rückseite aus Kunststoff. Ja, fühlt sich relativ fest an, also nicht zu billig, lässt sich jetzt nicht eindrücken oder macht irgendwelche komischen Geräusche. Hier die 2-Megapixel-Kamera, vermutlich auch mit einem kleinen LED-Licht, damit man weiß, wenn die aktiv wird, ein Acer-Logo, Windows 8, Intel Inside. Und es handelt sich natürlich um die Wi-Fi-Version. Ja, das war's mit dem Acer Iconia W3 Unboxing. Erster Eindruck ist okay, also ist ein bisschen schwer mit 540 Gramm, also anders als ein Android-Tablet, welches ich sonst benutze, aber ja, es handelt sich halt um einen vollwertigen PC. Wie das dann weitergeht mit dem Tablet, werden wir dann sehen. Also es gibt natürlich einen Testbericht von uns und dann alle weiteren Informationen zu Akkulaufzeit, eventuell Spieleperformance, wenn das funktioniert, wie gut die Webcams sind, wie lang der Akku wirklich hält und so weiter. Also da gibt es dann alle Informationen. Ja, ich bin Peter für taptech.de. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.